Hallo Freunde, herzlich willkommen zum Fragenhagel. Ihr habt mir wieder einige Fragen gestellt und ich habe in diesem Video jetzt 3 Minuten Zeit, diese zu beantworten. Und wie du auch die Möglichkeit hast, mir deine Fragen zu stellen, das erkläre ich dir am Ende. Jetzt starte ich aber hier auf dem Laptop mal den Timer und der startet in 3, 2, 1, go! So, Frage Nummer 1. Was hältst du vom Wolf-Mix und hast du auch schon Probleme gefunden? Ja, das ganze Gerät war für mich ein Problem. Also ich war einer der ersten mit, die den Wolf-Mix hatten. Und ich habe ihn, glaube ich, nach nicht mal 10 Tagen direkt wieder zurückgeschickt, weil er echt zu kompliziert war, zu aufwendig war. Das Ding ist zwar super gut verarbeitet, aber als mobiler DJ so richtig Moving Heads mitsteuern hat nicht geklappt. Und ich musste noch viele Dinge noch zusätzlich dazu kaufen. Also das Ding ist eh schon richtig teuer. Und dann gab es noch solche sogenannten In-App-Käufe. Und das hat mich dann dazu bewegt, doch eher bei Lightrider zu bleiben, weil das für mich dann doch intuitiver war. Ist übrigens dieselbe Firma, also Wolfmix und Lightrider gehören zur selben großen Firma mit dazu. Deswegen hatte ich mir das Gerät mal angeguckt, aber mich hat es nicht überzeugt. Ich habe es tatsächlich wieder zurückgeschickt. So, nächste Frage. Was machst du, wenn dein DJ-Controller aufgibt? Dann schließe ich den Backup-Controller an. Also falls der wirklich mal aufgeben sollte, der Hauptcontroller, was aber wirklich noch nie passiert ist, weil die Controller, die ich habe, das sind ja Qualitätscontroller, das ist ja jetzt kein No-Name-Zeug, kein China-Zeug oder sowas, sondern wirklich Qualität vom Marktführer, also vom Pioneer. Und dass die mal ausfallen, eigentlich weniger. Und falls es doch passiert, schließe ich eben den Backup-Controller mit an. Nächste Frage. Macht es Sinn, als mobiler DJ Nexus-Player zu kaufen? Und es kommt auf deinen Verwendungszweck drauf an. Also wenn du diese ganze Funktion von so Nexus-Playern und so weiter nutzt und auch die Optik haben willst, dann macht das natürlich Sinn. Ich kenne einige DJs, die sind damit unterwegs. Wenn du aber später nur Play oder und Cue benutzt, dann kannst du es dir im Endeffekt sparen und kannst auf einen kompakten DJ-Controller zurückgreifen. Du musst aber überlegen, ein Nexus-Set kostet richtig viel Geld, ist auch ziemlich groß und ziemlich schwer. Du brauchst das passende Case noch mit dazu. Das alles als mobiler DJ jedes Wochenende zu schleppen, ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung. So, nächste Frage. Maui 28 G2 oder Bose L1, was findest du besser? Und welche Lautsprecher verwende ich denn? Damit beantwortest dir das schon die Frage. Wer legt auf deine Hochzeit auf, fragt dir der Nächste. Mal schauen, lass dich überraschen. Hast du noch andere Säulensysteme getestet, außer die Maui 28 G2? Ja, tatsächlich. Ich hatte früher die RCF E-Box 8 im Einsatz, öfter mit dabei. Die hat mir auch sehr gut gefallen, weil sie sehr road-tauglich ist. Also die Gitter, die vorne da sind, die sind um einiges robuster, als es bei der Maui 28 noch in der G1-Version der Fall war. Die habe ich mal getestet. Natürlich habe ich die Bose-Lautsprecher in der Hinsicht getestet. Aber im Preis-Leistungs-Verhältnis haben mich dann tatsächlich die LG Systems Maui 28 eher überzeugt. Oh, jetzt ist der Timer rum, ihr hört es. Ich mache die Frage aber noch ganz kurz fertig. Also die Maui 28 hat mich dann doch mehr überzeugt gehabt. Damals noch in der G1-Version. Mittlerweile, ihr habt es mitbekommen, ich habe ja da 3 Review-Videos hier auf dem Kanal schon zugemacht, habe ich auch die G2 in Verwendung und benutze von LD Systems auch zum Beispiel die Maui LD Systems Maui 5 als kompakten Lautsprecher, zum Beispiel für Sektempfänge, für separate Räume oder um sie auf Terrassen draufzustellen. Das war für mich bisher immer so der ideale und beste Lautsprecher. Yes, Freunde, ich habe noch einige Fragen mehr. Ich möchte dir aber jetzt kurz erklären, wie du die Möglichkeit hast, mir deine Fragen zu stellen. Und zwar findest du unter dem Video den Link zu meinem Instagram-Kanal. Und jeden Dienstag findest du dort in meinen Stories den Frag DJ Mike Sticker. Und da hast du die Möglichkeit, mir deine Frage reinzustellen. Und dann landet sie hier im Fragenhagel mit dabei. Und ansonsten, wenn du Bock auf mehr Videos, Tipps und Tricks hast, lohnt es sich natürlich auch, auf dem Kanal ein Abo dazulassen. Dann verpasst du keine Videos mehr. Und wir sehen uns im nächsten schon wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Mach's gut. Der Mike. Um als DJ zu starten, braucht es Leidenschaft für Musik und eine Liebe für Partys. Aber drumherum gibt es eben noch viel mehr an Sachen, die man wissen muss. Dinge,
an die man am Anfang noch gar nicht denkt. Wie geil wäre es denn da, wenn du diese Punkte aber alle Schritt für Schritt erklärt bekommst, damit du jetzt schon weißt, worauf es beim DJing ankommt und was dich erwarten wird. Damit du bestmöglich mit deiner Leidenschaft nach draußen auf die Bühnen gehen und die Menschen mit deiner Musik begeistern kannst. Und dafür gibt es diese großartige Anleitung.